Morgen, Leute. Es ist... Oh. Ignore the face. Ignore the hair. Ignore me. Leute, es ist Tag 21 der Diät und ich habe mich die ganze Zeit nicht gemeldet, weil ich immer noch krank war. Heute ist der erste Tag, wo ich mich wieder in der Lage dazu fühle, ins Gym zu gehen. 7 Tage wieder pausiert, ne? Gut, es ist, wie es ist. Kann man nichts machen, muss man sich nicht verrückt machen. Ich habe jetzt meine BCAAs im Schlepptau. Ich trinke jetzt noch einen Kickdown und dann freue ich mich des Lebens, endlich wieder Squats zu machen, Booty zu trainieren. Was ist los? Oh mein Gott, ich bin so auf Entzug. So auf Gym-Entzug. Ernährungstechnisch war die letzten Tage alles top. Es läuft Bombe. Gewogen habe ich mich immer noch nicht. Keine Ahnung, ob ich Progress gemacht habe. Ich achte da nicht drauf. Ich wiege mich mit euch zusammen dann jetzt morgen oder übermorgen. Gucken wir mal. Schicken wir mal den Body aus, ob sich da irgendwas getan hat. Und wir machen einfach mal so weiter. Wir machen einfach mal so weiter. War halt jetzt ohne Gym, ohne Bewegung, mit dem Progress, denke ich mal, schleppend müsste es gelaufen sein. Wir werden es sehen. Aber jetzt kommt wieder Bewegung ins Spiel. Ich habe schon das Gefühl, ich habe meinen ganzen Booty verloren, platt gesessen auf der Couch. Ey, er wird jetzt mal wieder hier zurückgeholt. Jetzt geht's ins Gym. Bam, Squats, Booty, Hip Thrusts. Da ist er, der Kickdown, mein favorite Kickdown. Heute nehme ich Cherry-Geschmack. Bestes Zeug. Mmh. Wow! Let's go. So, da sind wir auch schon im Gym, Leute. Ich zeige euch jetzt eine geile neue Booty-Übung. Sie sieht scheiße aus, ja? Und die Leute mögen vielleicht denken, was ist da los mit der? Aber macht sie einfach. Die ist gut, ja? Hier an der Multipresse. Hello, my friends. So, also ich esse noch gerade ein Bananenchen. Allerdings mache ich das nicht mehr vor der Kamera. Das habe ich schlechte Erfahrungen mitgemacht, Leute. Gebe ich euch einen guten Tipp. Ich komme gerade vom Training. Ich habe schon meinen Shake getrunken. Ah, war das schön. Ich wollte dazu noch was sagen und zwar, ich glaube, ich kann euch nicht oft genug sagen, dass wenn man krank ist, dass man zu Hause bleiben soll und sich nicht stressen soll, weil man nicht ins Training gehen kann. Ich predige euch das immer wieder und ich höre auch nicht auf, euch das zu predigen, weil ihr euch da so verrückt macht, gerade wenn man noch am Anfang ist. Und ich kann euch einfach aus Erfahrung sagen, Leute, es bringt nichts, sich da verrückt zu machen. Macht eure Trainingspause so lange, wie ihr braucht. Hört auf euren Körper. Wenn der euch sagt, es geht wieder, dann bleibt noch einen Tag zu Hause und dann geht erst wieder, okay? Und nicht auf Antibiotika und nicht irgendwie so Mätzchen machen da, ne? Das bringt nichts. Listen to your mommy! Es gibt aber noch eine andere Situation, in der war ich jetzt. Und zwar, ich war so platt von der Grippe, dass ich die ganze letzte Woche wirklich, ich habe es euch im letzten Vlog schon gesagt, da fing es ja schon an, ich habe nur gelegen oder ich war richtig bettlägerig, ja? Also wirklich, das schraubt dann natürlich den Kalorienverbrauch extrem herunter. Aber das ist jetzt gar nicht das Thema. Ich habe auf meine Ernährung gut geachtet. Also ernährungstechnisch bin ich echt gut am Ball, Leute. Muss ich echt sagen. Ziemlich diszipliniert. Wirklich nichts gemacht. Mich total geschont. Ich war auch echt total platt. Ich konnte nicht viel machen. So, und dann kann es aber sein, dass du in diesen Trott, ne, in diese Trägheit verfällst. Weißt du, wer rastet, der rostet. Und das geht schnell. Und dann kannst du das vielleicht gar nicht unterscheiden. Bin ich schon wieder gesund? Ist das irgendwie noch Grippeträgheit? Oder ist das, was ist das, ja? Und dann, sobald du aber dich genau das fragst, ist es an der Zeit, wo du es ausprobieren solltest, ja? Das war nämlich bei mir jetzt der Fall. Ich habe gestern schon überlegt, ey, kann ich wieder gehen? Warum bin ich immer noch so schlapp und so müde? Ja, wenn du die ganze Zeit, ja, wenn du 10 Tage am Stück irgendwie so dich komplett gleich null bewegst, ja, wirst du auch immer müde und immer träger. Ich habe zwar noch ein bisschen Schnupfen und so, aber eigentlich geht es mir gut. Und dann habe ich heute gedacht, so, jetzt probier es aus. Ich spüre schon wieder so einen Entzug. Ich will ins Gym. Und wenn du das halt auch spürst, habe ich schon mal gesagt, ne, in vielen meiner anderen Videos, wenn du das spürst, so, oh, ich will wieder, ich bin voll auf Entzug, mir fehlt das Training, dann geh. Dann geh mal hin und du wirst merken beim Training, ob du schon wieder solltest oder nicht. Du wirst, dein Körper wird dir das sagen, aber höre auch drauf, ja. Wenn du merkst, scheiße, mir fällt das alles extrem schwer, ich bin komplett, oh nee, noch niedergeschlagen, ich glaube, ich muss wieder heim ins Bett, dann geh heim ins Bett, ja. Aber ich habe gemerkt, okay, klar, war zwar anstrengend, ja, natürlich, immer nach einer Trainingspause ist erstmal wieder hart, fängst mal wieder mit weniger Gewicht an, musst du erstmal wieder klarkommen, aber
trotzdem, ich habe gemerkt, oh, es tut so gut, ja, es ist so geil. Und jetzt danach, oh, ich fühle mich super, ich bin wieder, ja, ich werde jetzt wieder aktiv und so. Und deswegen ist es, das freut mich. War also die richtige Entscheidung, jetzt zu gehen. Trotzdem langsam machen, langsam machen. Ja, jetzt erstmal nicht stressen, schön wieder die Muskeln reizen, reinkommen und Ernährung on point. Und dann wirst du bald wieder komplett auf der Höhe sein und krafttechnisch auch wieder am Start sein und dann ist alles wieder gut. Das war jetzt heute, ich habe so ein bisschen rumprobiert wieder, bin ein bisschen reingekommen. Aber ansonsten habe ich jetzt schon die ganze Zeit seit meiner Diät einen festen Trainingsplan. Den habe ich mir über die letzten Monate erarbeitet, ne? Also was Booty angeht. Werde ich euch noch genaueres dazu erzählen, aber insgesamt, ich bin nach wie vor bei meinen 4 Trainingseinheiten pro Woche. Es gibt Wochen, da schaffe ich auch nur 3, ja? Aber ich achte darauf, dass ich auf jeden Fall meine 2 Bein-Booty-Tage erledige. Das ist Pflicht, Leute, because, you know, Booty! Das ist ein super Pensum für mich. Damit bin ich absolut zufrieden mit meinen Resultaten. Das kann ich absolut gut unterkriegen in mein Leben, in meinen Alltag, ja, der sehr, sehr stressig ist. Und da ist es auch einfach nicht mehr möglich. Ich habe das früher möglich gemacht, 6-mal die Woche ins Training zu gehen, ja, mindestens 5-mal. Ich könnte, wenn ich wollte, das natürlich auch jetzt immer noch möglich machen, 5-6-mal die Woche zu gehen. Aber ich möchte nicht. Das ist auf Dauer für mich zu viel und passt nicht in mein Leben. Das ein oder andere aus meinem Leben zieht dann den Kürzeren. Und mein Kind, noch nie, das habe ich immer verhindert, aber auch so ein bisschen das Social Life, ja. Freunde, dies, das, ne, und Partner und so weiter. Und das ist mir einfach nicht mehr wert, dafür noch 2 zusätzliche Trainingseinheiten an die Woche dran zu hängen und dafür auf meine Liebsten zu verzichten, ja, oder auf ein bisschen Spaß, ein bisschen Ausgleich. Und so ist auch wichtig. So muss jeder seine Balance finden, ja. Vielleicht kommt wieder eine Phase bei mir, wo ich einfach 6-mal die Woche wieder gehe, weil ich es einfach enjoy, weil es einfach geil ist und weil das einfach, ja, weil das dann mein Ausgleich und meine Quality Time auch ist. Ist nämlich bei mir auch eigentlich der Fall, dass meine Trainingszeit meine Me-Time, meine Quality-Time ist, ne? Ich genieße das, ich schalte ab, ich entspanne da, ja? Von daher, natürlich kann es auch mal wieder sein, dass ich auch mal 5 oder 6 Mal gehe. Aber momentan, wie gesagt, die 4-mal pro Woche sind absolut perfekt für mich, ja? Also deswegen. Weil ich höre voll oft, ja, ich gehe nur 4-mal pro Woche, sollte ich vielleicht 6-mal gehen? Leute, es ist wichtig einfach, dass ihr eine Routine findet, die ihr lange beibehalten könnt, ja? Es bringt euch alles nichts, wenn ihr das über ein paar Wochen einfach 6-mal die Woche geht, und dann seid ihr so gestresst und das fuckt euch ab, weil ihr kein Leben mehr habt. Und dann hört ihr wieder komplett auf aus Frust. Das bringt es einfach nicht. Eine Balance finden. 3-mal die Woche ist auch okay, Leute. Ja? Wer 7-mal die Woche gehen möchte, auch top. Ja? Es muss einfach passen. Es muss euch immer Spaß machen und euch gut tun, das Training. Alles andere hat keinen Sinn. Wo wir auch beim Social Life wären, am Sonntag ist nämlich hier Karnevalsparty, ne? Wir haben die mega Karnevalsparty mit lauter Freunden und viele von denen haben auch Kinder mit Freunden und Kindern und so geplant. Ich freue mich. Ich weiß noch nicht, als was ich gehe. Vielleicht als Booty Queen, da brauche ich mich nicht so viel zu verkleiden. Und haben wir heute die Booty Queen, dann müssen wir das Fazit ziehen. Die Sunny, die weiß doch, worum es geht. Die Sunny, die ist gar nicht blöd. So eine kleine Bittenrede muss sein an dieser Stelle. So, auf jeden Fall, wir haben Party, ja, und das ist dann natürlich dann auch so ein Social-Life-Faktor, da bringt jeder was mit, ja, oh, da werde ich wieder was Geiles backen. Ich gucke mal, ob ich vielleicht so ein bisschen Low-Carb-mäßig backen kann oder sowas Geiles. Low-Carb-Brot, Low-Carb-Brötchen, Kuchen, Kekse oder sowas. Ja, ich bringe natürlich gesunde Sachen mit, klar, weil wir sind immer noch on a diet, Salat und so weiter. Also, das ist immer gut, wenn jeder was mitbringt, weil dann kannst du selber was mitbringen, was du selber auch essen darfst. Aber ich kalkuliere schon mal ein, ja, wir müssen schlau sein. Ich kalkuliere schon mal ein, dass ich mir vielleicht doch das ein oder andere Stückchen Küchlein oder sonst irgendwas, ich weiß nicht, wenn da irgendwas ist, was mich total anlacht, dass ich mir das gönne. Und deswegen spare ich jetzt in den Tagen davor so ein bisschen Kalorien noch zusätzlich ein. Ich meine, wenn ich selbst 100 am Tag einspare, habe ich dann am Sonntag, wenn die Party ist, ja, meine 500 extra Kalorienchen. Das ist doch schön und wir bleiben trotzdem am Ball, die Wochenbilanz, Leute. Alles safe. Kleiner Tipp von mir. Ja, aber so kannst du eben auch ein bisschen gekonnt auch deine Diät immer noch verfolgen und trotzdem Spaß haben. Socializing as fuck, ja. Und alles ist gut, ja.
Ja, deswegen gibt es jetzt zum Mittagessen nur eine große, große Portion Gemüse und einen Shake dazu. Gotta do what you gotta do. Ich habe übrigens jetzt in der letzten Woche, wo ich so krank war, ne, da kommst du ja auf Ideen, wenn du die ganze Zeit nur da rumliegst. Da kommst du ja auf Ideen, das ist nicht gut. Ne? Da willst du dir irgendwie ein Glücksgefühl verschaffen, irgendwie Trost. Ja? Da bin ich dem Online-Shopping verfallen, Leute. Ich weiß schon gar nicht mehr, was ich alles bestellt habe. Hunderte von Euros ausgegeben. Ich weiß auch nicht, wo die hin sind. Ich bin gespannt. Ich krieg jetzt, glaube ich, irgendwie jeden Tag so 2-3 Päckchen. Ja, ein bisschen so Wohnaccessoires. Ne? Fürs Wohnzimmer, fürs Schlafzimmer. Und ein paar Klamotten, ein paar Basics habe ich geholt. Was heißt Basics? Ein paar schöne Teile. Ich stehe einfach auf Basics. Ich bin nicht so der Fancy-Modetyp. Aber ich stehe auf diesem Rip-Look, ne? Habe ich bei Chiquelle bestellt. Die haben sehr viel von diesem, in diesem Rip-Look. Konnte ich aber jetzt lange Zeit nicht tragen, weil meine Aufbauphase so erfolgreich lief und ich einfach ein bisschen zu viel auf den Rippen hatte, um Rip-Look zu tragen, ne? Weil Rip-Look trägt so ein bisschen auf, ne? Ein bisschen, ja? Ich meine, an gewissen Stellen ist das cool, ja? Deswegen. Aber die Tatsache, dass ich jetzt wieder tragen kann, sagt mir doch, Mensch, du hast ein bisschen Progress gemacht, das eine oder andere Grämmchen Fett müsste doch schon weg sein. Dann zeige ich euch jetzt. Machen wir ein kleines Lookbook. Haben wir auch noch nicht gemacht. Könnt ihr euch auch genau meine Figur reinziehen, ob sich was getan hat. I don't know. Einfach schön. Oh, ich liebe diesen täglichen Spaziergang. Ja, das wäre eine Schande, den mit dem Auto zu erledigen. Da habe ich auch so die tägliche Dosis Sonnenstrahlchen. Hey, hey, Vicky. Hey, Vicky, hey. Ja, also was geht mein Römli an Karneval? Scheiße. Ich glaube Indianer, der steht auf Yakari. Kennt ihr Yakari? Yakari ist ein guter Junge. Auf jeden Fall. Von dem kannst du was lernen. Römeli. Römulus. Romulus. Graf Römlon. So, wir suchen einen Stock. Einen schönen Stock. Das ist unser Ritual. Und wir versuchen uns immer zu überbieten, jeden Tag, dass wir noch größeren als am Vortag holen. Ja. Dann haben wir einen Platz, da legen wir unsere Stöcke immer hin. Rituals. Yeah. Und Römli sucht dir jetzt den schönsten Stock, den du jemals gesehen hast. So. Oh, was ist das denn hier? Oh, nee. Schaffst du das? Nee. Ich trag den, kein Problem. Oh, ist der groß. Ein Baum, ja. Jeden Tag ein Stückchen weiter, ein Stückchen größer, ein Stückchen mehr. So, Achtung Römli, jetzt gucken wir. Wir haben 100% den größten, den wir bis jetzt hatten. Unsere Stocksammlung. Ich meine, wir hatten letztens schon mal einen riesigen. Oh, es ist der größte. Es ist eindeutig der größte. Wir haben es geschafft, Römli. Wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft, Junge. Wir haben es geschafft. So, ist auch schon wieder Zeit für unseren kleinen Nachmittagstreat. Kakao, ich habe Mandelmilchkakao. Aus Mandelmilch, Stevia und Kakaopulver. Wir haben Birne und du hast einen Hafermilchkakao. Und jetzt will ich meine Schokolade und meinen Riegel. Ja. Schokolade und Birne. So. Mhm. Der sieht aber toll aus. Oh, danke, Schatzi. Nachmittagschillerei mit Bilderbuch und allerlei. So, sind wir schon beim Abendessen. Mein Sunny Nose Salat habe ich gemacht, diesmal mit etwas Feta-Käse. Bisschen Obst dazu, ein kleines Vollkornbrötchen mit bisschen Erdnussmus. Bisschen. Ja, und dann später allabendliche PC-Arbeit mit meiner allabendlichen Dosis Female Plus Protein Pudding. Ja, oh Gott, der ist so lecker, Leute, er ist so lecker. Ich rate euch wirklich, den gekühlt zu essen, mehrere Stunden vorher im Kühlschrank zu lassen. Gönne ich mir jeden Abend eine doppelte Portion, also einmal Schoko und einmal Vanille, weil ich mich einfach nicht entscheiden kann, welcher besser schmeckt. Boah, keeps me on track.
So, nächster Tag. Wiegetag. Letzter Stand war vor 3,5 Wochen 63,5, glaube ich, ne? So, zack, sind wir schon bei 60,7. Ja, ist doch Progress. Das ist doch schon mal nicht schlecht. Ja, machen wir einen kleinen Formcheck. Ja, also man sieht, es kommt langsam Definition rein. Ich sehe das vor allem an den Schultern und an den Armen, wobei die mir eigentlich egal waren. Bei mir geht es ja vor allen Dingen um den Bauch. Alles andere kann eigentlich so bleiben. Ja, aber auch im Bauch kommt langsam immer mehr Definition rein. Booty ist auch noch zufriedenstellend da. Bunkerzone bei mir um die Taille herum geht dann auch langsam weg. Ich bin zufrieden. Bisschen müssen wir noch hasseln. So, Diättag 26. Und ja, die Waage, was die Waage sagt, ich bin eigentlich sehr zufrieden. Für 3 Wochen fast 3 Kilo. Ist gut. Ja. Wir müssen jetzt gucken, unter die 60-Kilo-Grenze zu kommen, wird wahrscheinlich so ein bisschen Herausforderung. Muss ich wieder ein bisschen Cardio jetzt einbauen. Hatte ich ja sowieso vor jetzt. Habe ich jetzt diese Woche noch nicht gemacht, wegen der Krankheit und so. Aber machen wir das. Ja, Kari? Ich hab's gesehen. Ich hatte kein Kostüm gekauft, und ich hab jetzt improvisiert. Ich hab so hier so ein Kleid an. Ne, so möchte gern Prinzessin. Meinen ganzen Wettkampfschmuck angezogen und so geht schon, ja? Hauptsache. Für die Kinder macht man das. Vor ein paar Tagen war ich ja essen abends und ich hatte nicht mehr viel Kalorien übrig und hatte zu viel gegessen. Das habe ich dann versucht am nächsten Tag auszugleichen. Habe ich auch mehr oder weniger. Ja, aber so Sachen gönne ich mir jetzt nicht mehr, ne? Jetzt heißt es nochmal richtig Gas geben, die nächsten Wochen. So, aber jetzt erstmal Karnevalsparty. Ich habe Kalorien eingespart. Ich werde mich aber zusammenreißen. Ja, mache ich dir, mein Chat. Und dann sehen wir nächste Woche, wie es weitergeht. Okay, bis dann. Macht's gut. Tschüss.